Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shazadi Spiel 7 Days to Die zusammen mit dem Rayman. Hallöchen. Ups, falsche Tür. Ich wollte raus und renne ins Schlafzimmer. Ups. So, ja. Ich versuche noch ein bisschen Goldrouten zu finden. Das war jetzt schon meine Beschäftigung über Nacht, aber dann hatten wir hier einen wolfigen Besuch. Oh, die Treppe sieht doch gut aus so. Dann hatten wir hier wolfigen Besuch und der hat uns quasi Essen auf Rädern gebracht. Oder Essen auf vier Pfoten. Aber ich gehe jetzt nochmal hier hinten her und... Oh, Eier. Das ist gut, dann gibt es nämlich bald wieder Eier mit Speck. Aber jetzt gehe ich hier nochmal. Jetzt war nur die Frage, wo war ich denn genau? Da stand nämlich noch relativ viel Goldrouten rum. Du warst Richtung Südost. Bist du gekommen? Wo ich den Besuch zu Hause erwartet habe. In der Richtung bin ich jetzt auch. Nee, bis Südwest. Nee, ich schlaf. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Ist aber auch die große Wiese, also irgendwie, obwohl ich gar nicht der Meinung war, dass ich so weit weg war. Du warst 180 Meter von mir weg. Aber wie gesagt, du warst mehr Süd Richtung Ost, Südost, so in der Richtung. Ja, ich bin hier auf der großen Wiese hinterm Haus, also hier ist auch wieder, hier sind Goldrouten. Gibt es irgendeinen Unterschied, ob ich dir jetzt mit der Fackel, mit der Axt oder mit der Hand abhau? Nö. Glaub nicht, ne? Nö, zwei. Gut, dann kann ich die Fackel nämlich dabei in der Hand lassen, sehe ich besser. Aber wir haben 3.42 Uhr, das heißt, gleich sollte wieder Tagesanbruch sein. Ja. Wir haben ein paar Beete gepflanzt und so weiter. Das kann ich zeigen, wenn ich wieder zu Hause bin. Also wir steht waren mir ein neues da. Wieder eins? Ja. Die wachsen mit dem Pilz. Oh, ja, hier kommt auch. Hier kommt eine Krankenschwester. Oh, die ist Feuer und Flamme. Ich habe keine gerufen. Ja, aber sie war der. Oh, jetzt ist ein bisschen Kopfloch. Das ohne Tasche. Ach, Gammelfleisch drin. Für noch mehr Beete. Ja. Nitrat wäre auch nicht schlecht, wenn man die Leichen abbauen, die auf der Straße rumliegen. Mit den ja, mache ich in der Regel auch meistens. Und jetzt bin ich ja gerade im Feld und nicht auf Straße. Ja, ich wollte aber gesagt haben, dass wir das Nitrat ja auch dringend brauchen. Also die Goldrouten haben sich so ein bisschen happig. Die möchten nicht. Oh, Honig gefunden. Jetzt mache ich irgendwie so am liebsten hier so durch die Gegend strunzen. Wäre auch schön, wenn ich vielleicht noch ein Tier sehe. Ah, hier habe ich eine Leiche. So ein Wolf oder sowas, Bär. Ja, okay, es muss jetzt nicht unbedingt so ein Riesenvieh sein. Ein Bär bringt aber gut Fleisch. Das mag sein, aber wenn ich dann tot bin, habe ich auch nichts mehr von. Stimmt, oh, du hast keinen Hunger mehr. Wenn du da vor mir weg bist. Oh, noch was. Warum wird er mir denn nicht angezeigt? Seht aber Goldrouten. Ich hab gerade auf dem Zombie gestanden. Also er lag auf dem Boden.
Dann bin ich auf den drauf und dann ist er aufgestanden und ich stand noch auf ihm. Ja. Hätte sie rumtragen lassen können. Ja, aber ich glaube, der schlägt nach oben aus. Sind auch so unfreundlich. Du kannst dir nach unten schlagen. Hab ich. Dann hat er mich aber ziemlich schnell wieder fallen lassen, wie so eine heiße Kartoffel. Oh Goldroten, wo seid ihr? Nicht hier. Merz. Hier so, ich kann die ganze Zeit hier so durch die Gegend streifen, ey. Das mach ich gerne. Du bist ja mehr so der häusliche Typ. Naja, nebenbei muss ja auch was gemacht werden. Hm. Von nichts kommt nichts. Gib mir meine Pfeile wieder. Also sind so viele Wanderer heute hier unterwegs, ey. Wandertag oder so. Das Wandern ist des Müllers Lust. Meinst du, das sind alles Müller, die mir hier begegnen? Kann sein. Herr Müller und Herr Meier. Musste man nach dem Namen fragen. Ach, die sind so unfreundlich. Unterhalte mich nicht so gerne mit denen. Hier ist echt nicht viel. Also außer Vogelnester finde ich nichts. Na, wenn Eier drin sind, ist auch nicht schlecht. Ja, ja. 7 Eier habe ich schon. Na, da könnten wir wieder Eier mit Speck machen. Dann brauchen wir erstmal wieder Speck. Das ist natürlich das andere. Oh, hier kommt wieder so ein Specki. Na, hast du genug Speck? Nein, nee. Den möchten wir nicht essen. Dann lieber verhungere ich. Du bist nass. Ja, ich auch. Aber ich bin im Haus. Das ist komisch. Naja, ist nicht komisch, das ist extra gemacht, dass du hier drinnen die Pflanzbette bauen kannst. Ach so. Du brauchst ja das Wasser, sonst würden die Pflanzen eingehen hier im Haus. Also im Haus kann ich, in einem normalen Haus kann ich keine Pflanzen Nein, einfach muss, so anpflanzen. Die müsste außen bauen. Darum haben wir mit Singleplayer die auch auf die Garage gebaut. Auf die Dachterrasse. Also im Haus ja, kannst du schon bauen, aber tatsächlich zu wenig Außenzimmer. Die wachsen halt sehr, sehr, sehr langsam dann. Also was bei 19, ob sie hier noch wachsen, ist eine andere Frage. Noch ein Ei. Ei. Der Gegenstand muss repariert werden. Hat denn hier das Wetter bestellt, bitte? Das macht so keinen Spaß. Oh, hier läuft. Also die haben echt Wandertag, ich sag's dir. Da oben läuft ein Huhn, da oben läuft Speck. Muss nur ein bisschen näher ran. Hier ist alles voller Goldroten. Bleib ja stehen, Huhn. Nein, warum soll ich stehen bleiben?
Hab nicht gesehen. Dämliches Huhn. Dann rennt es jetzt ganz gut weg. Ja, aber ich hab's noch oben in der Anzeige. Ist nur so nicht mehr. Ah! Hab's erschossen, ohne dass ich's gesehen habe. Kleines Hühnchen, gib mir Speck. Na, immerhin 5, 6, 7, 12. Also zweimal Eier mit Speck ist schon wieder drin. Ja. Jetzt hole ich hier noch das Nest und dann gehe ich runter und hole noch die Goldruten. Noch mal zwei Eier. Oh. Ein Zeltlager, also ein Zeltlager kannst du das nicht nennen. Ein Zelt gefunden. Oh, hier steht eine zerstörte Chemiestation. Mensch, Raumschiff abbauen, wenn es geht, wenn du gelootet hast. Jawohl. So, wird gemacht, so. Kommt aber gut Zeug raus. Mhm. Ah, ich habe keine Ausdauer mehr. Das ist so anstrengend. Level up. Aber noch ein Chemie-Set. Okay. Vogelnest. Nochmal zwei Eier. Oh, in dem Zelt wohnen noch Leute. Ach, das habe ich jetzt nicht gewusst. Tut mir leid, entschuldigen. Ich wollte sie jetzt nicht auf ihrem Zelt ausprobieren. Das lag mir jetzt fern. Zu spät. Ja. Und hier auch noch einer? Nee. Ein Rucksack unter dem. Rucksack, ein leeres Glas. Wow. Das hat sich mal gelohnt. 46 Geschmiede Eisen können wir herstellen. So gut. Goldrotentee habe ich gefunden, schon fertig. Mhm. Und hier steht Mais. Oh, ich habe Molotow-Cocktail gefunden. Und ein Alteisenbrustpanzer. Ja. Und hier steht ganz viel Mais rum. Alles mitnehmen. Hier war ich noch gar nicht drin. Den Metallbett. Mal Licht anmachen, der ist so dunkel. Oh, was habe ich hier noch gefunden? Eine Rohrbombe. Die kannst du stehen lassen. Ich habe die mitgenommen. Ach so, ist eine... Okay, dann nimmst du mit. Ich dachte, das wäre jetzt eine, wo du noch drauf treten muss oder. Na, das war eine Mine. Nee. Nee. Ich habe mich getäuscht. Mit Eisenbrustpanzer. Was sind jetzt besser? Gefütterter Brustpanzer? Gefütterter ist, wenn du mehr Kälteregion hast. Deutsche. Aushalten tut der Alteisen, aber da musst du erst auf schwere Rüstung skillen, ansonsten bist du schneller. Nee, ich lass den mal an, der ist sonst, der ist auch wesentlich lauter. Ja, und das nächste ist halt auch deine Ausdauer. Wahlvorschlaghammerteile. Ich kann das alles gar nicht mitnehmen. Habe ich hier Alteisen, Handschuhe, Schrotflintenpatronen? Ne, ich kann das alles, ich bin voll. Ich bin wegen Überfüllung geschlossen.
So, dann kann ich ja jetzt Hand griechen, ey. Und der ganze Mais. Aua! Du kleines. Ich habe ein Level ab. Ich komme zur Haustür raus und habe ein Level ab. Ach, hier war so ein Aasgeier. Mais sammle ich. Maispflänzchen. So. Eine Tasche. Einfach hier so in nichts. Da ist Kohle drin, ich kann es nicht mitnehmen. Ach, Mann. Ja, dann darf ich jetzt nur noch wieder Wanderer. Oh, zwei Wanderer. Sind ganz Feuer und Flamme fürs Wandern. Glaube ich dir sofort. Oh, das eine ist ein Biker. Ah, Pfeil mitten ins Gesicht kommt, fand er jetzt nicht so toll. Kann mir jetzt gar nicht vorstellen. War jetzt nicht begeistert von. Ach, aber endlich wird's wieder sonnig. Hier scheint unten die Sonne schon. Nee, hier war jetzt die ganze Zeit Regen. Goldruten, Goldruten. Die nehme ich noch mit. Hier gibt es noch welche. Dann kann ich nämlich Samen davon herstellen. Oder direkt einen Tee mitkochen. Na, erstmal wären Samen nicht schlecht, oder? Dass wir ein paar Pflanzen haben. Wie viele willst du denn haben? Gute Frage. Ja, der Herr, das müssen Sie schon mal wissen, ne? Genug halt. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ertragreich sind denn die Pflanzen? Also wie viel kriegen wir denn da raus? Na, du kriegst aus einer Pflanze, kriegst du mal eine Dings raus. Aua. Was bringt uns das denn dann, wenn wir aus fünf Pflanzen einen Samen machen, um eine Pflanze rauszukriegen? Da verstehe ich dann die Logik nicht. Weil ich brauche ja fünf Pflanzen, um einen Samen zu kriegen. Ja. Und dann kriege ich da nur eine Pflanze für raus? Ja, ich muss aber immer wieder ernten. Du musst bloß immer pflanzen, dann kannst du immer wieder ernten. Okay. Ich dachte, die gehen dann kaputt. Nee. Geht nicht mehr auf. Dann nicht. Weil hier, die gehen ja auch kaputt, wenn man die erntet. Quasi. Also nicht kaputt, man hat sie dann im Inventar. Ja, aber die Pflanze bleibt im Boden dann, also bei den richtigen Pflanzdrücken bleibt sie drinnen. Und du kannst immer wieder ernten. Ah ja, okay. Das ist dann was anderes. So, ich bin gleich wieder zu Hause. Na, ich genieße gerade mal die Aussicht. Ich bin hier gerade auf dem Fernsehturm. Fernsehturm? Ihnen ist auch langweilig, der Herr, wa? Ja. Ich merke das schon. Ich bin hier am Essen besorgen. Und du genießt die Aussicht. Naja, Oma ist wohl eine schöne Aussicht. Denn das ist eine Tankstelle, da geht es ja noch ein Stück weiter.
Ja, es ist ziemlich groß hier. Danach ein paar schöne Wohnhäuser. Aua, keine Ausdauer mehr. Ah, oh, jetzt ist er endlich. Wo ist denn der Fernsehturm? Na, direkt vor unserem Haus. Ach, das Türmchen meinst du, okay. Ja, ich bin ganz hoch. Jo, und die Folge ist schon wieder rum. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Eure Shazadi. Ciao, ciao. Ciao.